Dann komme ich zu Top 1. Sachstandsbericht zum Protestcamp in Grünheide gegen die Erweiterung der Tesla-Autofabrik auf Antrag der BVB, Freie Wählergruppe und der Fraktion Die Linke. Und ich würde zunächst Herrn Steffke das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich mache es auch wirklich kurz. Wir haben darum gebeten, diesen Tagesordnungspunkt hier zu beraten, in Anwesenheit auf Vertretern des MLUG, weil zu der Zeit, als wir angemeldet haben, doch in der Öffentlichkeit der Eindruck entstehen konnte, es gab hier unterschiedliche Auffassungen zwischen den beiden Ministerien Inneres und MLUG. Und wenn man hier in diesem Ausschuss über das ganze Thema berät, dann möchte man von allen Seiten das Thema betrachten und natürlich die fachlichen Antworten dazu bekommen. Und deswegen haben wir diesen Tagesordnungspunkt mit der Bitte der jeweiligen Anwesenden hier angemeldet. Dankeschön. Vielen Dank. Auch die Fraktion Die Linke hat den Tagesordnungspunkt nochmal angemeldet, nachdem wir den in der Sondersitzung beraten hatten. Kamen ja auch im Nachgang jetzt noch weitere Fragen auf zur Frage der Begründung der Beschwerde gegenüber bei dem OVG. Die war sozusagen seinerzeit noch nicht erfolgt. Und auch die Frage der möglichen weiteren Gefahren, die begründet werden sollten durch Bauamt, Forstbehörde und Umweltministerium. Die Frage, ob da entsprechende Rückmeldungen erfolgt sind und wie die Lage momentan eingeschätzt wird. Dann würde ich dem Ministerium, wer möchte zunächst? Herr Stübken, Herr Minister, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte zunächst mal im Anschluss an unsere Ausführung vom 21. März der letzten Innenausschusssitzung den gegenwärtigen Sachstand State of Play darstellen. Zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass das Polizeipräsidium als Versammlungsbehörde bereits 2 Beschwerden beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt hat. Ich komme zum ersten Fall, das bekanntere Waldprotestcamp. Erfolgte das noch am Tag der Bekanntgabe der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Potsdam am 19.03.2024. Unmittelbar im Anschluss daran hat das Polizeipräsidium die verschiedenen Fachbehörden, ich komme da noch im Einzelnen drauf, in der Absicht, die Gefahrenprognose vertiefend zu betrachten, weil das war der Vorwurf des Verwaltungsgerichts, dass das nicht konkret genug war, die Gefahrenbewertung. Dem nachgekommen sind bereits der Landesbetrieb Forst, das Ordnungsamt Grünheide, die untere Baubehörde sowie der Rettungsdienst des Landkreises Oder-Spree. Während die Letzteren eine konkrete Gefahr für Leib und Leben feststellen, sowohl für die Protestler als auch sonstige Waldnutzer, prüfte der Landesbetrieb Forst das Protestcamp unter dem Gesichtspunkt einer erhöhten Waldbrandgefahr und verneinte diese. Das MLUG geht in seiner Bewertung des Versammlungsortes als Kampfmittelverdachtsfläche davon aus, dass ein Schadenseintritt bei der gegenwärtigen Benutzung ohne tiefere Eingriffe in den Boden, was allerdings die Protestcampler mittlerweile tun, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegeben sei und verweist bei Erfordernis für eine diesbezügliche Sperrung auf die zuständige Ordnungsbehörde. Diese beiden Einschätzungen des Landesbetriebs für Forst teilen wir nicht. Deshalb habe ich mich gestern noch einmal direkt an Minister Vogel gewandt. Zur Erstellung der Beschwerdebegründung hat das Polizeipräsidium eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Das MEK begleitet diesen Vorgang intensiv. Bis zum 19.04., also nächste Woche Freitag, ist die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu begründen. Ich komme jetzt zur zweiten Beschwerde. Das ist nicht so bekannt. Auch dieses zweite Protestcamp oder zweite Versammlung bezieht sich auf den Beschluss des Verwaltungsgerichtes Potsdam von 21.03. und betrifft die Versammlung beim Bahnhof Fangschleuse. Daran hatte das Verwaltungsgericht die versammlungsbeschränkende Verfügung des Polizeipräsidiums in Teilen außer Vollzug gesetzt. Dagegen legte das Polizeipräsidium am 27.03. Beschwerde ein. Die Rechtslage zum Umgang mit sogenannten Protestcamps ist bundesgerichtlich, das ist das Problem, bislang noch ungeklärt. So ist insbesondere die Reichweite der versammlungsrechtlichen Konzentrationsgrundsatzes streitig. Gerade die Frage der Nutzung von Baumhäusern in Protestcamps beantworten das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt und das Oberverwaltungsgericht Sachsen unterschiedlich, das heißt gegensätzlich. Wir haben mit 2 gegensätzlichen höchstrichterlichen Entscheidungen, was die Nutzung von sogenannten Baumhäusern betrifft, im Moment zu tun.
Während das OVG Sachsen und OVG Sachsen-Anhalt bereits diesbezügliche Regelungen erließen, die jedoch nicht im Einklang sind, sondern gegensätzlich, bedurfte es beim OVG Berlin-Brandenburg bislang keiner entsprechenden Positionierung. Vor diesem Hintergrund forcieren das Polizeipräsidium und mein Ministerium weiterhin eine bauordnungsrechtliche Lösung durch die zuständige Behörde des Landkreises Oder-Spree. Fachlich darauf abzielend positionierte sich seinerzeit auch das OVG Sachsen in einem entsprechenden Beschluss. Soweit die aktuelle Lage. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Minister. Dann würde ich mal weiterschauen. Herr Reichel, möchten Sie vielleicht ergänzen? Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen, meine Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Gelegenheit, hier kurz Stellung zu nehmen zu der Einschätzung, die das MLOK bezüglich dieses Protestcamps vorgenommen hat. Wir haben im Grunde drei Gegenstände, die wir hier betrachten. Das erste Thema ist die Frage Nutzung des Waldes, inwieweit konfligiert das Protestcamp mit den allgemeinen Vorgaben aus dem Waldgesetz. Dann haben wir das Thema Eigentum der Fläche. Wir sind Eigentümer der Fläche, vielmehr der LFB. Und das dritte Thema ist die Frage, gibt es Einschränkungen bezüglich des Biotop-, Arten- und Landschaftsschutzes? Das sind die drei Themen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Und ich möchte klarstellen, dass wir uns wirklich intensiv auch mit der Frage beschäftigt haben, wie wir dieses Protestcamp hier einordnen sollen. Wir haben zunächst das Schutzgut Wald. Wir stellen fest, dass es natürlich keine ordnungsgemäße Nutzung des Waldes ist, was da stattfindet, ist ja klar. Wir stellen auch fest, dass es ordnungswidrigkeitsrelevante Tatbestände gibt. Also Baumhäuser und Campingzelte gehören natürlich nicht in den Wald. Das ist klar, das wäre eine Ordnungswidrigkeit. Wir haben Störung der Erholung von Dritten, die sich gestört fühlen könnten. Und wir haben natürlich auch bestimmte Einrichtungen, die darüber hinausgehen, neben den Baumhäusern und den Zelten, wie Einrichtung von Kochstätten und zur Entrichtung der Notdurft, die wir hier kritisch sehen und als ordnungswidrigkeitsrelevant einordnen würden und werden und haben das auch entsprechend der Versammlungsbehörde mitgeteilt. Die Frage Eigentümer, was haben wir da beurteilt? Wir haben zunächst uns mit der Frage in der Tat Waldbrand, das ist eben vom Minister Stübgen schon angesprochen worden, auseinandergesetzt. Wir stellen fest, dass wir natürlich in diesem Bereich entsprechende Löschwasserversorgungsfälle oder Möglichkeiten haben in der näheren Umgebung. Wir haben uns angeguckt, wie der Waldweg, der zu dem Camp führt, ausgestattet ist. Ja, so ausgestattet, dass man mit Löschfahrzeugen gut reinfahren kann. Wir haben festgestellt, dass die Baumbestockung auf der Fläche so ist, dass es also nicht ein reiner Kiefernwald, sondern der ist ja schon durch den Waldumbau gegangen. Wir haben auch festgestellt, dass entsprechende Regelungen zur Waldbrandgefahrminimierung getroffen werden sollten durch die Versammlungsbehörde. Ist auch erfolgt, also eine klare Auflage, kein Feuer, kein Rauchen, kein Befahren im Wald vorzunehmen. Auch das haben wir entsprechend mitgeteilt, sodass wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir natürlich eine Waldbrandgefahr grundsätzlich sehen, wie überall im Wald Brandenburgs, dass wir allerdings auch zu der Erkenntnis kommen, dass wir hier keine aus dem Protestcamp heraus resultierende besondere Waldbrandgefahr feststellen können. Dritte Thema Kampfmittelverdachtsfläche. Wir haben das KMBD angefragt, wie die Einschätzung ist. Die haben uns mitgeteilt, dass ein Kampfmittelverdacht besteht auf den Flächen. Diese Einschätzung haben wir bei ungefähr 580.000 Hektar im Land Brandenburg auch, zum Teil auch in Kommunen. Aus dieser Einschätzung heraus jedenfalls können wir nicht ableiten, dass wir hier eine ganz besondere Gefahrenlage erkennen können. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass in diesem Waldgebiet in den letzten Jahren, Jahrzehnten Waldumbaumaßnahmen mit Eingriff in den Boden auch stattgefunden haben und wir also entsprechend auch
davon in dem Zusammenhang keine Erkenntnisse gewinnen konnten, dass dort entsprechende erhöhte Kampfmittelverdachtspotenziale vorhanden sind, sodass wir auch hier davon ausgehen, dass wenn keine Eingriffe in den Boden stattfinden, so wie es Herr Minister Stübgen auch gesagt hat, wir auch davon ausgehen, dass keine erhöhte Gefahrenlage, und darum geht es ja am Ende des Tages, also es geht ja nicht um die allgemeine Gefahrenlage, sondern es muss eine erhöhte festgestellt werden, dass wir das an der Stelle nicht feststellen können. Dann haben wir uns natürlich die naturschutzfachlichen Dinge angesehen. Wir haben hier Landschaftsschutzgebietsverordnung. Auch hier stellen wir fest, dass das eine Nutzungsform ist, die nicht mit der Landschaftsschutzgebietsverordnung in Übereinstimmung zu bringen ist. Auch das wäre ein Ordnungswidrigkeitstatbestand, den wir da feststellen. Beim Artenschutz, ja, sehen wir auch, dass die ein oder andere Fortpflanzungs- oder Aufzuchtposition von geschützten Arten gefährdet sein kann durch die entsprechende Nutzung. Wir sehen aber nicht, dass es eine populationsgefährdete Maßnahme ist, die da stattfindet, sodass wir hier auch im Ordnungswidrigkeitsbereich uns bewegen. Unterm Strich will ich einfach noch mal festhalten, dass wir bei Anschauung der Umstände uns wirklich intensiv auch auseinandergesetzt haben mit den Punkten. Und ich will auch ganz deutlich machen, dass uns das nicht gefällt, dass da die Leute in dem Wald sitzen. Das will ich ganz klar sagen. Allein wir müssen Maßstäbe an den Tag legen, die wir auch andernorts an den Tag legen. Wir können sozusagen nicht, weil uns das vielleicht nicht gefällt, mit anderen Maßstäben hantieren, die wir sonst an solche Fragen stellen. Und deshalb möchte ich einfach hier nochmal deutlich machen, bei allem Verständnis, dass wir uns ernsthaft bemüht haben, intensiv geprüft haben und dass wir aber über das hinaus, was ich vorgetragen habe, zu keiner anderen Einschätzung kommen können, was diese Situation vor Ort angeht. Soweit vielleicht. Vielen Dank, Herr Dr. Reichel. Ich habe Herrn Stefke als erstes auf der Liste. Ja, vielen Dank. Ich möchte meine Frage auch gleich an Herrn Dr. Reichel richten. Also mir ist aus der Arbeit dieses Ausschusses in Erinnerung, es gibt ein zentrales Register über Kampfmittelverdachtsflächen und das wird beim MIK geführt. Ist das soweit zutreffend? Sie führen also für die Forsten in Brandenburg demzufolge kein eigenes Kampfmittelverdachtsflächenregister. Sie lassen sich aber regelmäßig aus dem MIK die Flächen, die Ihr Haus, also insbesondere die Forsten betrifft, übermitteln. Wie bewerten Sie dann diese Verdachtsflächen hinsichtlich der Sicherheit für die Bevölkerung, die sich ja jeden Tag beinahe in irgendwelchen Wäldern aufhält? Gibt es denn da von Ihnen nochmal eine spezielle Bewertung? Also eine Einstufung gibt es sicherlich aus dem MIK. Gibt es von Ihnen nochmal eine Bewertung, ob man bestimmte Waldgebiete für den Zugang durch die Öffentlichkeit sicherheitshalber absperrt oder nicht? Und wenn es so eine Einstufung gibt, wie war jetzt das insbesondere für den in Rede stehenden Bereich, wo das Protestcamp und die Zuwegung dorthin ausfällt? Danke. Ich hätte auch noch zwei, drei Fragen, die ich gleich anschließen möchte. Zum einen habe ich Herrn Minister Stübgen so verstanden, dass er davon ausgeht, dass derzeit schon Eingriffe in den Boden stattfinden. Da würde ich vielleicht gerne wissen, was damit gemeint ist mit Eingriffen in den Boden. Bisher war ja vor allen Dingen in Eingriffen sozusagen eher in die andere Richtung, also sprich Baumhäuser, die Rede. Und dann auch die Frage, Herr Dr. Reichel hatte angesprochen, die Maßstäbe, die man sonst anlegt. Und ich war schon, muss ich sagen, etwas irritiert, als ich die dpa-Meldung gelesen habe, dass die anderen Häuser und also Umweltministerium und auch das Bauamt und andere Behörden aufgefordert wurden, Beiträge zu leisten, um sozusagen nachzuweisen, dass dieses Protestcamp vielleicht doch nicht genehmigungsfähig ist oder verboten gehört. So habe ich es jedenfalls verstanden. Deswegen meine Frage, was war sozusagen anders dieses Schreibens? Was stand da drin und ist das so ein übliches Vorgehen? Dann würde ich als erstes Herrn Dr. Reichel das Wort erteilen. Ich möchte auf Ihre Frage antworten. Also also wir haben kein eigenes Register in dem Sinne. Dafür gibt es das beim Innenministerium. Wir
haben aber als Eigentümer von Flächen natürlich auch die Verpflichtung, eine besondere Sorgfalt an den Tag zu legen. Das gilt für Dritte, das gilt aber auch im Übrigen für unsere eigenen Mitarbeiter, nämlich dann, wenn entsprechende Waldumbaumaßnahmen zum Beispiel geplant sind, besteht die Möglichkeit, wenn ein Verdacht besteht, dass dort Munition im Boden liegt, dass wir da eine Sondierung beauftragen. Das läuft in der Regel über den KMBD, der entsprechende Firmen bindet, die diese Sondierung vornehmen. Man muss sich das so vorstellen, dass die mit Metalldetektoren über die Fläche gehen, feststellen, da ist irgendetwas im Boden, das markieren, zum Teil auch selber nachsuchen, was dort liegt. Und wenn es also nicht kampfmittelverdächtig ist, sondern irgendwie eine alte Fischbüchse auf Deutsch gesagt, dann wird man die entsorgen. Ansonsten bleiben dann auf den Flächen möglicherweise Kampfmittelverdachtsbereiche über. Und dann kommt der Kampfmitteldienst und beseitigt diese, Kampfmittel. Ja, so ist das allgemeine Vorgehen. Das wird immer dann gemacht, wenn wir tatsächlich einen Hinweis darauf haben, dass es dort in einer Art und Weise Kampfmittel geben könnte, die über das sozusagen grundsätzliche Maß, ich habe vorhin die Zahl genannt, 580.000 Hektar, das ist eben sehr, sehr viel. Ja, und wir können nicht sämtliche Waldflächen tatsächlich in diesem Sinne gründlich absuchen und da eine Kampfmittelberäumung vorzunehmen. Ich glaube, das Thema ist am Beispiel auch von Städten wie Oranienburg hier in diesem Ausschuss. Ich bin sonst nicht in dem Ausschuss, aber ich vermute mal, dass es hier häufig schon Gegenstand der Diskussion war. So würde ich es einordnen. An dieser Stelle, wie gesagt, haben wir bisher keine Tiefensondierung beauftragt. Wir sehen aus wirtschaftlicher Sicht auch keine Notwendigkeit, weil der Waldumbau auf diesen Flächen stattgefunden hat. Die Fläche bleibt so, wie sie ist. Sie wird auch, um das auch nochmal festzustellen, in jedem Fall, was die Bauleitplanung angeht, als Wald bestehen bleiben. Sie bleibt als Wald bestehen, wenn es keinen neuen B-Plan gibt, weil sie als Wald in dem schon vorhandenen B-Plan 13, der ja schon die Grundlage für die vorhandenen baulichen Anlagen im Tesla-Gelände darstellt, als Wald gekennzeichnet ist. Gibt es einen neuen Beschluss zu dem jetzt im B-Plan-Verfahren ausliegenden B-Plan, dann, wenn da ein Beschluss gefasst wird, ist die Fläche auch als Wald charakterisiert. Also so oder so, da wo dieses Protestcamp stattfindet, der Wald bleibt stehen. Das würde ich auch nochmal festhalten. Insofern ist die Frage tatsächlich, ob wir hier eine Tiefensondierung vornehmen müssen. Aus unserer Sicht ist es im Moment nicht angezeigt, weil wir keinen Hinweis darauf haben, dass tatsächlich eine erhöhte gegenüber dem, sagen wir mal, Level, was wir allgemein haben im Wald, erhöhte Kampfmittelverdachtssituation besteht. Wir sind in der Diskussion allerdings mit dem MIK zu diesem Thema wie zu anderen Themen auch. Und möglicherweise gibt es ja Erkenntnisse, die uns dann da auch zu einer anderen Reaktion führen können. Richtig und wichtig ist, darauf mich hinweisen, dass in der Tat es eine klare Aussage der Versammlungsbehörde gegeben hat, dass da keine Gräben und so weiter entstehen dürfen, eben weil man keinen Eingriff in den Boden haben wollte. Das ist, wird von uns 100% auch unterstützt. Vielen Dank. Dann Herr Minister Stübgen. Ja, danke. Ich will noch mal als ersten Punkt auf die Kampfmittelbelastung eingehen. Das ist ja richtig, wie Sie beschrieben haben, dass wir viele zigtausend Hektar Kampfmittelverdachtsfläche in Brandenburg haben. Aber Sie wissen von der Forst sehr genau, dass wir im Fall dieses Protestcamps, was sich unmittelbar neben dem Tesla-Werk befindet, andere zusätzliche Informationen haben. Die kennen Sie, die haben wir Ihnen auch zugesandt. Die sind auch in der Verdachtskarte drin. Und zwar ist die Situation, Sie können sich vielleicht daran erinnern, als 2019 das losging, wurden Bombenkrater entdeckt auf dem Gebiet des jetzigen Tesla-Werkes. Dort hat der Forst sofort, auch Eigentümer des Waldes, reagiert und hat den KMBD beauftragt, mit Kostenübernahmeverpflichtung das abzusuchen und die entsprechenden gefundenen Kampfmittel zu entschärfen und zu beseitigen. Das hat der Forst gemacht. Der war dann im März 2020 fertig, hat ungefähr 2 Millionen Euro gekostet. Gefunden worden sind über 20 scharfe Weltkriegsbomben der amerikanischer Bauart, einschließlich verschiedenster
verschiedenster anderer Munition, Haubitzenmunition, Handgranaten, Zünder etc. etc. Wir haben bis heute, die kennen Sie auch, Luftbildaufnahmen von zusätzlichen Bombenkratern, die auch im Umfeld und auf dem Gebiet des jetzigen Camps sind. Wir wissen, dass mehrere Geschwader Ende des Zweiten Weltkrieges dort bombardiert haben. Wir wissen jetzt auch, warum sie das getan haben. Dort hatte nämlich die Wehrmacht unterirdische Bunker für Kampfmittel eingerichtet. Das ist irgendwie rausgekommen, deswegen haben die Alliierten versucht, die zu zerstören. Deshalb ist dort das nicht vergleichbar mit den anderen zigtausend Hektar Kampfmittelverdachtsflächen und so weiter. Das wissen Sie vom Forst auch sehr genau. Und deshalb sind wir der Meinung, dass hier die Gefährdung deutlich, und zwar eine reale Gefährdung, keine fiktive, also keine allgemeine, durchaus vorhanden ist. Da der Forst sich weigert, etwas zu tun in der Untersuchung, haben wir wenigstens auf eigene Kosten die Wege, die unsere Polizei benutzt für die Bestreifung, absuchen lassen und haben dort auch mehrere Kampfmittelreste gefunden. So, das ist die Tatsache und das ist der Sachverhalt. Nach unserer Auffassung ist es nicht so, wie der Forst uns bestätigt hat, dass jetzt die Gemeinde Grünheide verantwortlich wäre, da irgendeinen Sperrkreis zu ziehen, sondern der Landesforst hat die Sicherungspflicht. Und wir alle wissen, dort ist jetzt ein Camp, dort sitzen 50 bis 80 Leute, die wohnen dort. Mittlerweile haben sie x Bäume gefällt, 80, 90-jährige Kiefern, was auch natürlich, was Bodenbelastung trifft, beim Umfallen und so weiter relativ hoch ist. Wir halten die Gefährdung für sehr hoch und unsere Auffassung ist, der Forst ist hier verpflichtet, im Sinne seiner Sicherungspflicht, den Kampfmittelbeseitigungsdienst zu beauftragen, hier zu sondieren und dafür zu sorgen, dass die Gefährdung wenigstens reduziert, im besten Fall ausgeschlossen werden kann. Was noch dazu kommt, ich hatte das vorhin erwähnt, dass die Camper, obwohl das nicht erlaubt ist. Das ist eine der wenigen Auflagen, die das Verwaltungsgericht nicht angefochten hat. Drei waren es im Wesentlichen. Erstens kein Eingriff in den Boden. Zweitens, die Fäkalien müssen zentral gesammelt werden. Drittens, der Müll darf nicht im Wald verteilt werden. Kein Eingriff in den Boden, haben wir es mit einem ausgesprochen skurrilen Fall zu tun. Da habe ich mich gestern noch mal an den Forstminister gewandt. Und zwar hat der Forst Anfang April den Campern eine Raucherinsel mitten im Wald genehmigt. Nach Rückfrage beim Forst hat ein Mitarbeiter der Forst das auch bestätigt. Und im Zusammenhang mit der groben Brandsicherung dieser Raucherinsel ist ein Graben um diese Raucherinsel gebuddelt worden. Also das Gegenteil von dem, was die Auflage bestätigt vom Verwaltungsgericht bedeutet und wie gesagt vom Forst genehmigt. Und was ich auch noch mal Minister Vogel gestern deutlich mitgeteilt habe, was überhaupt nicht geht, dass wir als Versammlungsbehörde in gar keiner Weise darüber informiert worden sind, dass nur bei unseren täglichen Kooperationsgesprächen halt so eher zufällig mitbekommen haben. Das ist die Frage, die wir problematisch halten. Ich will nur daran erinnern, mittlerweile haben wir in dem Gebiet Waldbrandwarnstufe 4. Und das wird sich noch nach oben verändern in den nächsten Wochen. Ich hatte noch zwei Fragen gestellt. Zum einen, also die Eingriffe in den Boden, das hatten Sie beantwortet, aber die Frage der Maßstäbe, ob das tatsächlich sonst auch so gehandhabt wird, dass andere Behörden angeschrieben werden, um Versammlungen sozusagen genehmigen oder eben auch nicht mehr genehmigen zu lassen. Ja, und zwar ist das daher, wir hatten zunächst die Behörden ja gebeten, bevor der Erlass gekommen ist, uns ihre Gefahrenprognosebewertung mitzuteilen. Dann kennen Sie das Urteil des Verwaltungsgerichtes, die in sehr konkreter Weise gesagt haben, dass unsere Gefahrenbewertung in unserem Erlass schon möglich ist, allerdings nicht konkret genug begründet. Und genau die Formulierung des Gerichtes haben wir übernommen bei unserem erneuten Vorstelligkeit bei den zuständigen Behörden und sie gebeten, dass, so wie das Gericht das verlangt hat, sie das konkretisieren. Das ist üblich in dem Zusammenhang, da das Gericht ja gerade bemängelt hat, dass diese Hinweise, die wir ehemals geschrieben haben im Erlass, nicht konkret genug waren. Vielen Dank, Herr Lackenbacher. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Herr Minister hat es schon anklingen lassen und mir da ein Stück weit die Frage schon vorweggenommen. Ich wollte an Herrn Dr. Reichel noch mal die Frage stellen. Wenn Sie sagen, dass die betreffenden Personen behandelt werden wie jede andere Person im Wald auch, dann ist nach meinem Kenntnisstand der Sachstand der, dass ein Rauchverbot im Wald gilt. Und gilt dieses Rauchverbot auch für die betreffenden Personen?
Wenn nein, warum nicht? Danke. Vielen Dank. Dann habe ich noch Herrn Adler. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Adler hat gleich mehrere Fragen. Unverkennbar gibt es ja hier einen leichten Dissens zwischen den Ministerien in der Bewertung der Lage, wobei ich von Anfang an klarstellen möchte, dass ich mich da einer Bewertung eher dem Innenministerium anzuschließen vermag, in seiner Begründetheit, auch in seiner objektiven Begründetheit, als dem MLUG. Deshalb habe ich auch mehr Fragen ans MLUG als ans Innenministerium. Ich würde freundlicherweise mit Ihrer Erlaubnis, Frau Vorsitzende, die Fragen einfach nacheinander abspulen und Sie würden sie dann gegebenenfalls adressieren bzw. nachfragen. Zum einen, Herr Dr. Reichel oder Reichelt, ich kann es, Reichel, bitte? Okay, Herr Dr. Reichel, in Ihren Ausführungen haben Sie unter anderem Bezug genommen auch zum, ja, zur Untersagung offenen Feuers und wie der Kollege Lagenmacher es bereits angesprochen hat und auch der Innenminister, des Untersagens des Rauchens durch die Personen vor Ort. Meine Frage ganz einfach, wie wird das kontrolliert oder sind Sie der Annahme, mit Ihrer Untersagung würde dem dann auch gefolgt werden? Beziehungsweise Sie haben auch gesagt, dass es bei Nichtbefolgen Tatbestände einer Ordnungswidrigkeit sind. Dann wäre meine Frage, wie Sie die Ahnden beziehungsweise wie die Organisation der Ahndung erfolgt. Zum Dritten fand ich sehr eindrucksvoll nochmal nachgelegt und geschildert seitens des Innenministeriums die konkrete Bewertung des Waldes hinsichtlich der Kampfmittelverdachtsfläche. Wenn wir die Ausführungen des Innenministers tatbeständlich annehmen, dann lässt sich ja zumindest aus meiner Sicht so eine abstrakte Gefahr für die Personen dort vor Ort im Wald ableiten. Und wenn man diese Gefahr bejahen kann, dann ist natürlich meine Frage, ob Sie dann seitens des MLUG nicht durch, tja, bezeichnen wir es mal, billigenden Kaufnahme bereit sind, Leib und Leben der Personen, die dort sicherlich durch das Grundgesetz verfassungsrechtlich geschützt demonstrieren, die Gefahr für Leib und Leben der Demonstranten in Kauf zu nehmen. Da würde mich Ihre Bewertung mal interessieren. Dann, der Innenminister hat ebenfalls gesagt, die Waldbrandwarnstufe, ab wann sieht das MLUG unmittelbaren Handlungszwang, ab welcher Waldbrandwarnstufe und wie würde das dann aussehen? Dann habe ich noch zwei Fragen, oder nee, drei habe ich noch, wenn es zu viel wird, müssen Sie mich unterbrechen. Dann, die Frau Vorsitzende hatte auch ans MLUG adressiert, die Vergleichsmaßstäbe, die durch Dr. Reichel ja auch erwähnt wurden. Mich würden tatsächlich mal diese Vergleichsmaßstäbe, die dort angesetzt wurden, unmittelbar interessieren, also Benennung konkreter Vergleichsmaßstäbe. Meine nächste Frage ist, wenn Sie jetzt festgestellt haben, Herr Reichel, dass der Wald, in dem die Protestcamper agieren, stehen bleibt. In meiner Erinnerung nach war die Demonstration ja intendiert und geleitet von dem Gedanken, dass es sich bei dem Wald um jenen Wald handelt, der in unmittelbarer Weise durch die Entwicklung des Tesla-Geländes gefährdet wäre, abgerodet zu werden. Dann würde mich halt mal interessieren, da frage ich vielleicht auch das Innenministerium, inwieweit möglicherweise am falschen Ort zum falschen Anlass demonstriert wird, wie Sie das bewerten, beziehungsweise ob der Anlass des Protests nicht sich damit auch erledigt hat. Und die letzte Frage ist die, vielleicht kann das Innenministerium ausführen, wie viele Polizeibeamte des Landes Brandenburgs derzeit mittelbar oder unmittelbar in dem Zusammenhang dieser Proteste gebunden sind und vielleicht auch nicht fachgerecht innerhalb der Organisationsstruktur des Landes eingesetzt werden können, um unmittelbar für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor Ort in Brandenburg da zu sein. Und wenn das eine hohe Anzahl von Beamtinnen und Beamten sein sollte, inwieweit das Innenministerium
möglicherweise abstrakt skizzieren könnte, die Verhältnismäßigkeit zu dem, was die Polizei gezwungen ist zu leisten, im Zusammenhang mit dem Schutz von Personen, die ja aktuell einer möglicherweise abstrakten Gefährdung ausgesetzt sind. Also dass man sagt, diese Personen müssten wir eigentlich aus dieser Gefährdungslage herausholen. Das geht nur gemeinsam. Und dann hätten wir auch die Beamtinnen und Beamten wieder für die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes frei. Vielen Dank. So, das waren viele Fragen. Ich würde deswegen auch, ich weiß, dass Herr Steffke sich noch gemeldet hat, und genau, würde jetzt aber tatsächlich zur Beantwortung übergehen. Und die meisten Fragen, ich würde auch helfen, falls welche vergessen werden, sind an Herrn Dr. Reichel adressiert worden. Deswegen bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich habe alles notiert an Fragestellungen. Erste Thema Kampfmittelverdachtsflächen und Einordnung. Mir liegt vor ein Schreiben des Zentraldienstes der Polizei vom 21. März. Wir hatten gefragt, was befindet sich auf den Flächen? Die Antwort, deshalb lese ich es hier mal vor, lautet: Eine Überprüfung Ihres vorgenannten Antrages hat ergeben, dass sich Ihr Vorhaben in einem Gebiet befindet, in dem ein Kampfmittelverdacht besteht. Das Erteilen einer Kampfmittelfreiheitsbescheinigung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg ist daher nicht möglich. Punkt. Das ist das, was mir vorliegt. Der Minister hat eben ausgeführt, dass es sehr viel mehr Informationen gibt. Ich sage klar zu, dass wir, wenn wir die Informationen, die über das Schreiben hinausgeht, vielleicht haben wir sie, aber jedenfalls ich habe sie hier nicht vorliegen, uns noch mal genau ansehen und mit Ihnen die Diskussion noch mal führen, ob hier eine Kampfmittelsondierung stattfinden muss aufgrund dieser Erkenntnisse. Wir wissen natürlich, dass in dem Gebiet, wo der alte B-Plan, also da, wo Tesla schon gebaut hat, in der Tat, da stand ja vorher auch Wald, entsprechende Bombentrichter gefunden worden sind. Meine Information ist, dass es sich vor allem eben um Bomben gehandelt hat, die in 2 bis 3 Meter Tiefe gelegen haben. Das ist jetzt bei der Nutzung, die sie jetzt da stattfindet, nicht relevant, würde ich jetzt mal sagen. Aber bitte, wenn es klare und andere Erkenntnisse gibt, dann werden wir uns natürlich damit erneut auseinandersetzen und unsere Schlussfolgerungen ziehen. Das sage ich hier jedenfalls zu. Dann das Thema Waldbrandgefahr und die Aussagen des Ministers bezüglich eines Mitarbeiters, so haben Sie es auch beschrieben, der eine Raucherinsel dort genehmigt haben soll. Der Mitarbeiter ist namentlich nicht genannt. Ich habe mich unmittelbar, nachdem ich davon erfahren habe, mich natürlich mit den zuständigen Kollegen vor Ort in Verbindung gesetzt. Und die haben glaubhaft erklärt, wie das allgemeine Verfahren im Moment auf diesen Flächen ist von Seiten des Forstbetriebes. Der Kollege geht, wenn er vorhat, in dieses Camp zu gehen, um zu gucken, was dort passiert, wendet er sich zunächst an die Polizei, die ja immer auf diesem kleinen Parkplatz direkt vor dem Camp steht, meldet sich an, besagt, dass er da reingeht. Dann geht er da rein, dann nimmt er Kontakt mit den Personen auf. Sie wissen vielleicht ja auch, dass das immer irgendwie andere sind, die keinen Namen haben, sondern irgendwelche Bezeichnungen tragen, und schaut, was auf diesen Flächen passiert. Und wenn Erkenntnisse vorliegen, dass dort etwas nicht dem entspricht, was durch die Versammlungsbehörde genehmigt worden ist, dann wird es rückgekoppelt. So, jetzt glaube ich, können wir uns den Ball hier noch ewig hin und her schießen. Das macht alles gar keinen Sinn. Wir haben vorgeschlagen, und ich möchte es an dieser Stelle klar wiederholen, auch an das Innenministerium: Lassen Sie uns künftig wirklich gemeinsam diese Begehung machen. Wir heißt die Versammlungsbehörde und der Vertreter des LFB. Dann kann man direkt gemeinsam beurteilen, wie die Sachlage ist auf der Fläche. Dann kann man direkt gemeinsame Schlussfolgerungen ziehen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Das ist aus meiner Sicht wirklich eine sinnvolle Maßnahme, um Kommunikationsproblemen vorzubeugen. Wir, das möchte ich auch noch mal festhalten, sind nicht grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung, überhaupt nicht. Aber wir können vielleicht in der Kommunikation an der Stelle besser werden. So, deshalb sage ich auch, ich kann mir ehrlich gesagt, und wer Förster kennt, vielleicht kennt der eine oder andere hier auch in seinem privaten Umfeld Förster. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es Förster gibt, die sagen, setz dich hier hin und rauch erstmal eine Zigarette. Ja, im Wald. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So.
Ich kann natürlich nicht die Hand für alle Kollegen ins Feuer legen, aber das, glaube ich, ist doch sozusagen gehört irgendwie zur Standardausrüstung von Förstern, dass Rauchen und Feuer im Wald keine Nutzung ist, die wir dulden oder ganz und gar befördern sollten. Das würde ich so als Einschätzung hier an der Stelle geben. Wenn es da genauere Informationen gibt, würden wir das natürlich mit dem entsprechenden Kollegen auch auswerten. Jedenfalls ganz klar, Rauchen und Feuer im Wald, und zwar ganz unabhängig, ob die Versammlungsbehörde ein Verbot in den Bescheid geschrieben hat oder nicht, gilt nach 23 Waldgesetz so und so. Ja, also es ist grundsätzlich verboten. Das steht im Waldgesetz drin. Deshalb glaube ich auch, gibt es überhaupt gar kein Vertun, dass das so ist. So. Dann Vergleichsmaßstäbe hatten Sie gefragt. Ich verweise auf das Waldgesetz. Das ist der Maßstab, nach dem wir beurteilen. Und dort sind Ordnungswidrigkeiten in § 37 ausführlich beschrieben. Das hatte ich vorhin versucht, Ihnen deutlich zu machen, dass wir da genau geprüft haben, welche von diesen Ordnungswidrigkeiten, die beschrieben sind, sind denn durch dieses Camp entsprechend verletzt. Das habe ich hier ausgeführt. Das ist für uns der Vergleichsmaßstab, weil das die rechtliche Basis ist, nach der wir handeln. Es ist im Gesetz schlichterdings nicht vorgesehen, dass es ein Protestcamp gibt. Ja, und deshalb ist das unser Maßstab, mit dem wir hier agieren. Mein Hinweis gilt mit Blick auf die Frage, wie wenden wir das Gesetz an? Müssen wir es anders beurteilen in dem konkreten Fall? Oder ist nicht die Auswirkung des Protestcamps gemessen an dem Waldgesetz zu ziehen? Und das haben wir getan, das habe ich versucht hier darzustellen, damit wir hier klar zu einer Einschätzung kommen, wie ist das zu beurteilen. Man muss immer bei dieser Frage sehen, es ist hier kein Campingausflug, der da stattfindet, sondern es ist ein Protest und der ist angemeldet und die Versammlungs- und unterliegt damit einem anderen Regelungsmechanismus als eine sonstige Nutzung von Wald, die wir ahnden, wenn jemand da wirklich irgendwie mit dem Auto reinfährt und angemeldet oder wenn er meint, Zelte in den Wald stellen zu müssen. So, das ist damit gemeint gewesen. Ich hoffe, ich habe es jetzt etwas deutlicher machen können. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit die Dinge, die an mich gegangen sind, abgearbeitet. Waldbrandwarnstufe 4 und 5. Also wir haben seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten kann man sagen, keinen Automatismus zwischen Waldbrandstufen 4 und 5, die höchsten, und der Sperrung des Waldes zum Beispiel. Ja? Wenn wir das machen würden, und da sind wir wieder beim Maßstab, bei Waldbrandstufe 4 die Wälder sperren würden, treffe das auf sehr, sehr große Waldflächen in Brandenburg zu. Und Sperren der Wälder würde bedeuten, da darf keiner rein. Und ich sage mal, wir haben natürlich andere Aspekte zu berücksichtigen. Es geht um die Erholung, es geht auch um Tourismusnutzung. Sie können sich vorstellen, wir haben Waldbrandstufe 4 und 5 über sehr, sehr lange Zeiträume, so im Jahresverlauf. Deshalb ist das per se nicht angezeigt, da eine entsprechende Waldsperrung vorzunehmen. Die Waldsperrung ohnehin ist, es gibt ja das freie Betretungsrecht des Waldes nach 15 Waldgesetz. Und wenn Sie den Wald sperren wollen und das also aushebeln wollen, brauchen Sie schon sehr gute Begründungen, die wir bei Waldbrandstufe 4 und auch 5 jedenfalls pauschal nicht erkennen können. Wenn das Protestcamp, wenn dort Maßnahmen durchgeführt werden, die eine Waldbrandgefahr erhöhen, reden wir über einen anderen Sachverhalt. Im Moment jedenfalls können wir das nicht erkennen. Vielen Dank. Bleibt noch die Frage ans Innenministerium zu den gebundenen Polizeibeamten. Herr Minister. Ja, nach meiner Erinnerung waren es ein paar mehr Fragen von Kollegen Adler. Ich mache mal so, wie ich es verstanden habe. Also. Okay, gut. Stichwort falscher Ort für Protest. Das sind ja Informationen, die liegen uns jetzt vor, weil Sie wissen, diese Neuvorlage des geänderten Bewahrungsplansverfahrens kannten wir zu dem Zeitpunkt unseres Erlasses nicht. Es ist jetzt offensichtlich eindeutig, ist ja nochmal bestätigt worden, dass dieses Waldstück, wo die Protestierer sind,
dass das nicht betroffen ist, selbst wenn Tesla seine jetzigen Pläne vollumfänglich umsetzen kann. Das ist ja auch noch alles nicht geklärt. Ich vermute mal, dass das für das Verwaltungsgericht nicht so die Rolle spielt, denn zum Zeitpunkt unseres Erlasses konnten die Protestler davon ausgehen, dass dieses Waldstück auch fallen soll. Das ist der erste Punkt. Wir werden das natürlich jetzt in der Beschwerde als neueren Erkenntnispunkt vortragen und das entsprechend auch begründen. Nach unserer Einschätzung, ich sage mal groben juristischen Einschätzung, ist das für die höchstrichterliche Bewertung für sogenannte Protestcamps, also das Recht auf sogenannte Protestcamps aus dem Versammlungsrecht heraus, auch nicht so entscheidend, weil sie wollen ihren Protest gegenüber einer Tesla-Erweiterung und der Fabrik überhaupt vortragen. Wir werden es aber, wie gesagt, in unserer Beschwerde aufnehmen als neuerlichen Sachen. So, der Bereich der Verhältnismäßigkeit, da will ich darauf hinweisen, das ist bei der Polizei schlichtweg so, wenn wir Einsatzlagen haben, zum Beispiel ein schweres Verbrechen, Verkehrsunfälle etc. etc., sind wir verpflichtet, da zu sein und entsprechenden Einsatz durchzuführen. Das machen wir auch, das macht auch die Polizei. Deswegen ist es auch nicht üblich, dass wir detaillierte Kosten auflisten, wobei das auch immer schwierig ist, nominal und real. Nominal würde bedeuten immer unter Abzug der EDA-Kosten. Wir hatten solche Diskussionen schon mal. Ich kann nur ganz grob sagen, dass wir insgesamt einschließlich der Sicherung der neuralgischen Energieinfrastrukturpunkte, die es im Zusammenhang mit Tesla noch gibt, seit ungefähr 60 Tagen eine Hundertschaft im Einsatz haben. So, kann man ganz grob ausrechnen. Das ist eine ganze Menge. Allerdings, wenn man dann die Nominalkosten ansetzt, sind die deutlich niedriger. Verhältnismäßig ist schlichtweg nach jetzigem Stand Verwaltungsgerichtsentscheidung darf dieses Camp nicht verboten werden. Es ist damit ein berechtigtes Protestcamp. Und in diesem Zusammenhang muss die Polizei die entsprechenden Sicherungen, sowohl Sicherung des Versammlungsrechts als auch Sicherung des umliegenden Gebietes und so weiter durchführen. Und das führt sie natürlich. Allerdings diese Hundertschaft könnte woanders auch gebraucht werden. Das ist eine Realität. Aber natürlich werden wir diese Arbeit ausführen. So, dann noch mal kurz zur Frage von Herrn Dr. Reichel, zu dem, was er angegeben hat. Also, ich habe in einem Schreiben am 17. und 18. März schon Minister Vogel deutlich darauf hingewiesen, dass wir neue Erkenntnisse haben im Zusammenhang mit den Bombengeschwadern, das heißt den Bombardierungen dieses gesamten Bereiches Ende des Zweiten Weltkrieges. Ich werde noch mal überprüfen, ob wir Ihnen mittlerweile proaktiv unsere genaueren Erkenntnisse geschickt haben. Ich kann mir das eigentlich nicht anders vorstellen. Aber ich will noch mal auf Folgendes hinweisen. Nämlich dem Minister darauf hingewiesen habe, ist es Ihre Pflicht als Besitzer, sich darum zu kümmern, wenn Sie nicht hinreichende Informationen haben. Die liegen vollumfänglich vor. Ich prüfe noch mal nach, wann das dem Forst zugegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die konkreteren Erkenntnisse dort nicht sind. Aber die Sicherungspflicht liegt beim Forst. Darauf will ich noch mal hinweisen. Und wenn der Forst zu der Erkenntnis kommt, das ist unsere Auffassung, müssen Sie aber entscheiden, dass hier, weil das Protest dort noch im Prinzip nicht verboten werden kann, das heißt legal dort stattfinden kann, möglicherweise noch Wochen oder gar Monate, dass Sie zur Sicherung beitragen, dass diese Munitionsbelastung nicht zu einer Gefährdung der Protestcamp-Teilnehmer, aber auch zum Beispiel der Forstbeamten, die dort unterwegs sind und unserer Polizei, die kontrollierend und so weiter dort unterwegs ist, führt. Aber das ist ein Thema, das müssen Sie entscheiden und wie gesagt, ich habe das gestern noch mal in einem Schreiben an den Minister deutlich gemacht. So, vielen Dank. Dann haben wir jetzt auf der Rednerliste noch Herrn Stefke, Herrn Klemp, Herrn Freier von Lützow und meine Wenigkeit. Herr Stefke. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also ich sehe mich zunächst mal in der Richtigkeit bestätigt, hier auch neben Vertreter des Innenministeriums, Vertreter des MLUG um Teilnahme zu bitten. Und ich will auch sagen, warum. Als Minister Stübken vor Wochen auch das Thema, die Problematik von Kampfmittelverdachtsflächen ins Feld führte, konnte man als böswilliger politischer Beobachter den Eindruck haben, jetzt zieht der Innenminister ein scharfes Schwert, um dieses möglicherweise unliebsame Protestcamp zu verhindern, endlich abbauen zu lassen. Diesen Eindruck konnte man auch noch nach Ihrer ersten Wortmeldung haben, Herr Dr. Reichel, wo Sie ausführten, 580.000 Hektar Wald,
viele davon als allgemeine Verdachtsfläche eingestuft. Und bei Waldumbauarbeiten und der vorherigen Sanierung in dem Bereich, wo jetzt das Protestcamp ist, hatten sie nichts gefunden. Dann meldete sich Minister Stübgen zu Wort und machte doch einige sehr bemerkenswerte Ausführungen, nämlich dass in der Nähe dieses Camps im Zusammenhang mit der Errichtung der Tesla-Fabrik sehr wohl Munition, Weltkriegsmunition gefunden wurde und auch noch gefunden wurde bei der Sondierung von Zuwegungsflächen für die Polizei, die dieses Protestcamp und alles, was damit zusammenhängt, absichern musste. Und als das dann, als Sie nochmal dran waren, sagten Sie, haben Sie ein Schreiben, ich glaube von ZD Pol war das, zitiert, in dem Sie ganz eindeutige Hinweise bekommen haben müssen und haben, wie diese Fläche einzustufen ist, und Sie haben keine Freiheitsbescheinigung bekommen. Und Sie boten dann an, nochmal in die Diskussion zu gehen, darüber nochmal die Diskussion zu führen, und die beiden Häuser sollten doch zukünftig gemeinsam. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde das erschreckend, was sich hier für ein Bild bietet, wie die beiden Häuser in solch einer wichtigen Frage. Ich will jetzt gar nicht über Vermüllung, über Rauchen im Wald und so weiter sprechen, das sind alles separate Themen. Aber die Frage der Kampfmittel, Verdachtsfläche, Überprüfung, was Sie hier beide Häuser für ein Bild bieten, finde ich erschreckend. Und ich kann nur für uns sagen, für BVB Freie Wähler, wir haben die ganz klare Erwartung, dass Sie sich halt sehr zügig zusammensetzen, ob nun die Hausspitzen oder auf Verwaltungsebene, ist völlig egal. Und hier ganz klar eine Bewertung vornehmen, wie ist diese Fläche einzustufen? Gibt es eine Gefahr, sowohl für die Teilnehmer des Protestcamps als auch für andere, die da vielleicht interessehalber mal vorbeischauen, für normale Bürger, die als Öffentlichkeit den Wald besuchen? Also das kann es doch nicht sein, dass man sich hier den Ball hin und her schiebt. Der eine sagt, es gab richtig schwere Munitionsfunde in der Nähe. Der andere sagt, wir haben hier überhaupt nichts gefunden, vielleicht eine Fischdose. Also das kann es bitte bei dem Thema nicht sein. Das ist unsere klare Erwartung. Das möchte ich hier nochmal ausdrücklich zu Protokoll geben. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Stefke. Herr Klemp. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich will vielleicht eingangs nochmal betonen, dass es wirklich nicht darum gehen kann, ob uns dieser Protest gefällt oder nicht. Das spielt, finde ich, schon ab und an in die Diskussion mit rein, und das darf es nicht, weil das Versammlungsrecht ist eins der wesentlichen Grundlagen unserer Demokratie. Und das gilt es hier zu schützen, völlig unabhängig davon, ob wir uns das inhaltlich zu eigen machen wollen oder nicht. Und insofern finde ich es auch problematisch, jetzt Fragen zu stellen, also wie ist der Aufwand der Polizei? Die Polizei, das wichtigste Ziel der Polizei muss sein, unsere Verfassungsrechte zu schützen. Und zu diesen Verfassungsrechten gehört auch die Versammlungsfreiheit und gehört damit auch diese Versammlung. Und selbstverständlich muss und wird die Brandenburger Polizei alle verfassungsrechtlich zusätzlichen Versammlungen auch schützen. Das ist ihre Aufgabe. Und natürlich fällt dafür auch Aufwand an. Wir müssen uns aber davor hüten, jetzt quasi die Frage zu stellen, also was kostet es uns, die verfassungsmäßigen Rechte zu schützen? Was kostet es uns, die Demokratie zu schützen? Und sind wir bereit, diese Kosten zu tragen? Das muss einfach klar sein. Diese Kosten müssen getragen werden. Insofern ist auch die Frage natürlich, Herr Dr. Reichel hat es ja gesagt, natürlich werden dort Ordnungswidrigkeiten begangen in dem Wald. Ohne Ende, sage ich mal so salopp. Das haben Sie aber bei jeder Versammlung, wenn die Leute bei einer Versammlung auf die Straße gehen, das ist normalerweise auch eine Ordnungswidrigkeit, die tritt natürlich hinter dem Verfassungsrecht der Versammlungsfreiheit an dem Punkt zurück. Und es werden sich nicht alle Ordnungswidrigkeiten, die begangen werden, auch verfolgen lassen. Ich sage mal ganz ehrlich, das Thema dieser sogenannten Raucherinsel finde ich ziemlich skurril, muss ich sagen. Da bin ich auch bei Herrn Dr. Reichel. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass Förster da irgendwie sagen, ja, macht mal. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es aber auch nicht ausschließen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, sowas sollte es nicht geben, weil Rauchen im Wald ist nun mal verboten. Ich denke, das muss auch gegenüber dem Protestcamp da nochmal klargestellt werden. Ich glaube, das ganz große Thema, was wir tatsächlich zu diskutieren haben, ist tatsächlich Kampfmittel.
Aber Herr Stefke, ich sag mal, als Abgeordneter, der aus der Stadt Oranienburg kommt, habe ich sicherlich eine ganz besondere Beziehung zu Kampfmitteln. Und wenn Sie sagen, Wälder dürfen wir überall dort nicht betreten, wo wir keine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung haben, dann sperren Sie alle Brandenburger Wälder. Und wir schaffen es ja in der Stadt Oranienburg schon nicht, innerhalb der Stadt die Stadt vollständig abzusuchen und vollständig Kampfmittelbefreiung zu bekommen. Es ist völlig unrealistisch, auch in Jahrzehnten für die Brandenburger Wälder so etwas zu bekommen. Und insofern kann das, glaube ich, kein Maßstab sein, dass wir keine Kampfmittelbefreiung oder dass das MLUG an der Stelle vom KMBD keine Kampfmittelbefreiung für die Flächen bekommen hat. Das würde auch vor Gericht, glaube ich, nicht standhalten, wenn man auf dieser Grundlage dann sagen würde, diese Versammlung darf dort nicht stattfinden. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass irgendwie der Minister sagt, naja, wir haben doch hier viel mehr Erkenntnisse, und Herr Dr. Reichelt sagt, naja, wir haben dieses Schreiben, was er zitiert hat. Da wäre meine Frage an den Minister, also die Versammlungsbehörde ist ja das MIG, und die Versammlungsbehörde muss ja im Endeffekt die Gefährdungsbeurteilung auch treffen oder die Entscheidung treffen, inwieweit diese Versammlung dort eingeschränkt oder versagt werden darf. Kann die Versammlungsbehörde da nicht alle Erkenntnisse verwenden, die ihr zur Verfügung stehen, also auch dann vom KMBD direkt? Und zweite Frage noch an die Adresse des Innenministers gerichtet. Ich habe Sie vorhin so verstanden, dass Sie vom Landesforstbetrieb eigentlich erwarten, dass die jetzt den KMBD beauftragen, diese Fläche abzusuchen. Ich kenne das aus der Praxis in Oranienburg wieder. Also wir warten dann immer mal 2 Jahre, bis der KMBD dann mal Zeit hat, eine Fläche abzusuchen. Also wie stellen Sie sich das praktisch vor, dass diese Fläche jetzt kurzfristig quasi zwischen den Protestierenden dann mit Metallsonden rumgegangen wird, um diese Fläche abzusuchen? Da habe ich noch nicht so die Vorstellung. Und letzter Punkt, die gemeinsamen Begehungen, die Herr Dr. Reichel vorgeschlagen hat, die halte ich schon für sehr sinnvoll. Hätte man wahrscheinlich von Anfang an so machen sollen, dass der Landesbetrieb dann gemeinsam mit der Polizei dort dieses Camp begeht, um dann Fragen direkt auf kurzem Dienstweg klären zu können. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das zukünftig ab sofort, sage ich mal, so gemacht werden könnte. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes Herr Frey von Lützow. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also Herr Klemp, mal ganz kurz noch, bevor ich die Fragen stelle. Die Einsicht, ja, unsere Freiheitsrechte zu schützen, die hätte ich mir bei 2020 bei den Corona-Einschränkungen, die Ihre Koalition vorhin haben, schon gewünscht. Aber Einsicht kommt ja spät, aber kommt gut. Freut mich. So, nee, ist nicht am Thema vorbei. Jetzt komme ich zu meinen Fragen. Herr Minister, meine Frage ist, Sie sagen, das Verwaltungsgericht hat diese Prozesskämpfe mehr oder weniger erlaubt durch Gerichtsurteil. Jetzt sind wir aber bei Waldbrandwarnstufe 4 und 5. Ja, und jedes Kind weiß, das offenes Feuer und alles verboten ist bei sowas, weil es katastrophale Waldbrandlagen auslösen kann. Und wenn dann ohne Munition am Boden ist, ja, und hier ist Gefahr für Leib und Leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Richter da irgendwo das nicht mit vorlegt. Oder wie, das würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn die Einschätzung gekommen und was haben Sie alles unternommen, um die Leute gerade jetzt da aus dem Wald rauszukriegen? Weil die werden ja nicht mit einem Elektrogrill da sitzen, ja, und, sondern die werden sich das Essen auch warm machen, wenn sie dann eine ganze Weile sind. So, und wenn eine Raucherinsel, ich kann mir schon vorstellen, dass ein Förster das gemacht hat, damit er wenigstens ein bisschen Kontrolle darauf hat, dass die Kippen nicht irgendwo im Boden und im Feuer anzünden. Das kann ich mir schon vorstellen, ja, wenn sie die schon nicht aus dem Wald rauskriegen. Aber wir haben Waldbrandwarnstufe 4 und 5. Das ist absolutes Betretungsverbot ab 5, ja, und ab 4, also ich selber war in Waldbränden gewesen, löschen. Wir schaffen damit Lagen für unsere Einsatzkräfte, wenn es da losgeht, die Einsatzkräfte gefährden, gerade im munitionsverseuchten Gebiet. Ja, und da habe ich kein Verständnis für. Ich meine, ich habe Verständnis dafür, dass die Grünen dafür sind. Die machen ja immer so was, ja. Aber dass das nicht geräumt wird, da habe ich kein Verständnis für. In anderen Bundesländern ging es ja auch. Vielen Dank. Jetzt habe ich noch 2 Wortmeldungen. Zum einen meine eigene und zum anderen die vom Kollegen Lakenmacher. Ich möchte an der Stelle eine Frage vorab stellen. Die Beschwerde
bis wann muss die begründet werden und wurde sie sozusagen schon begründet? Weil, Herr Minister, Sie haben vorhin noch mal ausgeführt, dass Sie bestimmte Punkte, die jetzt sozusagen auftauchen, dort mit aufnehmen werden. Also ist das sozusagen Nachtrag oder ist das quasi jetzt Teil dieser regulären Beschwerdebegründung? Es sind ja hier Erwartungen formuliert worden und das möchte ich tatsächlich auch tun. Zum einen fällt mir natürlich auf, dass die Diskussion über die Munitionsbelastung, die Diskussion über die Waldbrandgefahr tatsächlich alles erst nach und auch die Frage der Legitimität dieses Protestes erst nach dem Anschlag auf den Strommast hochgekocht sind. Vorher war das Thema nicht so virulent, sondern da wurde die Versammlung, da wurde das Protestcamp genehmigt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und alles Weitere, die Diskussion darüber, wie gefährlich das jetzt ist, in diesem Wald zu sein, die schließen sich quasi nach diesem Anschlag an. Zudem ist aus meiner Sicht, und dazu ist ja auch nichts vorgetragen worden, keinerlei Zusammenhang gibt mit dem Protestcamp und dem dort angemeldeten Versammlung, sondern tatsächlich von einer ganz anderen Gruppe begangen wurden, die mit diesem Protestcamp nichts zu tun hat. Insofern erwarte ich tatsächlich, dass man dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit auch seitens des Innenministeriums Rechnung trägt, und zwar umfassend Rechnung trägt, und jetzt nicht versucht, die Beschwerde möglichst umfassend zu begründen mit, ich sag mal, aus meiner Sicht nachgeschobenen Gründen, die vorher keine Rolle gespielt haben. Bei der Waldbrandgefahr sicherlich hat sich die Lage verändert. Das ist zum Sommer hin normal. Wir hatten vorher auch eine sehr regenreiche Zeit. Wir haben jetzt tatsächlich wieder eine trockene Zeit. Insofern, dass sich da die Einschätzung ändert, teile ich durchaus. Aber die Frage der Munitionsbelastung jetzt so hervorzuheben, finde ich tatsächlich eher irritierend. Und Herr Kollege Klemp hat ja auf Oranienburg hingewiesen. In Potsdam ist es das Gleiche. Wir müssten wahrscheinlich beide Städte evakuieren, wenn es darum ginge, dass wir hier noch alle auf sozusagen ungefundenen Munitionsfunden und auf Bomben sozusagen sitzen. Das ist tatsächlich so. Und auch zu dem falschen Ort des Protestes möchte ich was ausführen. Natürlich obliegt es den Anzumeldenden der Versammlung festzulegen, wo sie protestieren wollen. Und wenn der Sachzusammenhang nicht ganz fernliegend ist, und das ist nun mal auch jetzt in der Nähe von Tesla, und es ist sozusagen direkt am Ort der Firmenansiedlung, gegen die sich auch der Protest richtet, dann kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, dass das eine Rolle spielt, ob man jetzt in dem einen Waldstück oder in dem anderen Waldstück sitzt. Das ist auch Teil der Versammlungsfreiheit. So, dann habe ich noch eine Frage. Also es war die eine Frage mit der Beschwerde und die andere Frage mit den Kiefern. Das hat mich vorhin tatsächlich etwas irritiert. Davon hatte ich noch nichts gehört, dass 80 und 90 Jahre alte Kiefern gefällt wurden. In welchem Zusammenhang ist das sozusagen bekannt geworden? Seit wann ist das sozusagen ein Thema? Das würde mich noch interessieren. Vielen Dank. Und dann würde ich jetzt Herrn Nackenmacher noch mitnehmen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Es gibt mir Gelegenheit, auch gleich auf Sie einzugehen. Ich kann nicht erkennen, dass das Innenministerium hier den Versuch unternimmt, Sachverhalte miteinander zu vermischen oder Gründe nachzuschieben, die hier zu dem jeweiligen Sachverhalt nicht gehören. Also ich sehe diese Gefahr nicht. Ich habe ja aber mehrfach jetzt gehört, die Formulierung, also so als Evidenzbehauptung, dass gewisse Dinge garantiert vor einem Gericht nicht standhalten würden. Ja, das Versammlungsrecht und das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist ein hohes Grundrecht, aber natürlich hat auch dies Schranken. Und wenn hier eine Munitionsbelastung gegeben ist und wenn zumindest abstrakt die Gefährdung von Leib und Leben im Raum steht und wir alle wollen nicht, dass sich diese konkretisiert, dann ist es eben so, dass keiner hier, also Herr Klemp nicht, Frau Block nicht und auch ich nicht, weiß, wie ein Gericht urteilen würde. Ja, insofern warne ich davor, solche Behauptungen hier aufzustellen. Die Abwägung würde dann dem Gericht obliegen. Und der Vergleich zu einem normalen Spaziergänger im Wald, ja, der hier auch gefallen ist, hält meines Erachtens eben nicht stand. Denn hier sind zig Personen dauerhaft in einem Wald. Und dazu sind auch noch Bedienstete der Polizei des Landes Brandenburg dauerhaft in einem Wald. Also das heißt, die Benutzung der Bodenfläche, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass dann vielleicht
hier sich eine Gefahr konkretisiert aufgrund von Munitionsbelastung, aufgrund des Zusammenspiels des Umgangs mit Rauchen, mit Feuer und Munitionsbelastung, ist eben viel höher als bei ein oder zwei Spaziergängern oder Pilzesammlern im Wald. Also das ist ja auch die Lebensnähe, die hier mal benannt werden muss. Und insofern wollte ich das noch mal so gerade rücken und für mich formuliert wissen, hier auch protokollfest, dass die Gefährdung hier zumindest abstrakt erhöht ist und wir alle nicht wollen, dass die sich dann konkretisiert. Danke. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt Herrn Innenminister, ja, da waren, glaube ich, die meisten Fragen deswegen. Oh, ja. Ja. So, ich fange an bei Herrn Klempf. Also, wir haben einen Namen von einem Forstmitarbeiter, der es bestätigt hat. Den werde ich natürlich jetzt öffentlich hier nicht nennen, aus dem Forstamt Oder Spree. Sie bekommen das gleich, dann können Sie es nachprüfen. Wie gesagt, es war ein Mitarbeiter der Forst. Ich dachte, dass Sie das vielleicht selber rausbekommen. Aber wir unterstützen da gerne. So, was Herr Klemp, das ist die erste Frage. Wir haben es mit der Munitionsmittelbelastung und das ist das, worauf ich jetzt hingewiesen habe. Wir haben in zigtausend Hektar Wald, Oranienburg haben Sie auch genannt, verschiedene andere auch genannt, eine abstrakte Gefährdung. Wir wissen, das sind Bomben, wir wissen aber nicht, wo sie sind. Wir haben in diesem Waldgebiet, und das habe ich vorhin erläutert, zusätzlich eine konkrete Gefährdung durch das Wissen, dass in diesen Streifen dort, und das belegen auch Luftbildaufnahmen, massiv bombardiert worden ist von Alliierten. Und zwar sind dort Munitionslager bombardiert worden. Und es liegt sehr nahe, weil auch die Bombentrichter in der Nähe des Test, also des jetzigen Waldcamps zu sehen sind, dass auch dort Munition, Altmunition gelagert ist, auch gefährliche Altmunition liegt und nicht unbedingt nur 3-4 Meter tief, wie sie auf dem jetzigen Tesla-Gelände gefunden worden ist. Das ist die zusätzliche konkrete Gefährdung. Und deshalb habe ich dem Minister Vogel schon darauf hingewiesen und gestern noch mal deutlich, sich wirklich sehr genau, und da gibt es klar bestimmte Zustände zu überlegen, ob er als Verantwortlicher für die Sicherungspflicht, ja, für die Sicherungspflicht sagen kann, also wir sehen da keine große Gefahr. Wir bewerten das kritischer und sind der Meinung, dieses Gelände müsste abgesucht werden. Im Übrigen, ich habe den Vorwurf oder den möglichen Vorwurf, Frau Block, von Ihnen, dass wir nur ein Hebel finden, um die Protestler da aus dem Wald zu jagen. Nein, es geht darum, unsere Auffassung, dieses Gebiet muss abgesucht werden, um auszuschließen, dass dort eine konkrete Gefährdung vorliegt. Das hat zunächst einmal mit dem Recht oder Unrecht dieses Protestcamps nichts zu tun. Herr von Lützow, in der Tat ist es so, das geht auch ein bisschen darauf ein, was Frau Block zusätzlich gefragt hat. Also, wir befinden uns, ganz wichtig, Feststellung im vorläufigen Rechtsschutz, also in der vorläufigen Rechtsprechung. Das war kein Urteil des Verwaltungsgerichts, sondern ein Beschluss. Und zwar hat das Verwaltungsgericht die sofortige Vollziehung ausgesetzt. Das Hauptwacherverfahren hat überhaupt noch nicht angefangen. Ja? Und wir haben gegen diesen Beschluss, gegen diese beiden Beschlüsse, ich habe Fangschleuse genannt, Beschwerde eingelegt. Und natürlich ist es jetzt gerichtsprozessual so, dass wir zunächst natürlich nachliefern müssen, was das Gericht Stand 17. März, was wir angegeben hat, das Gericht für unzureichend erklärt hat. 19. war der Beschluss, aber der Erlass war ja bei uns ab 17. Dann kam der Hängebeschluss, ne, das ging übers Wochenende. Also auf jeden Fall, das ist natürlich der Kern und darauf konzentrieren wir uns. Aber im Lauf von Gerichtspraxis, wie wir sie kennen, ist es natürlich so, dass wir neu hinzugegebene Erkenntnisse durchaus angeben dürfen, weil sich bestimmte Situationen verschärft haben. Und das werden wir natürlich in dem Beschwerdeschreiben, deswegen arbeiten wir intensiv daran, auch tun. So. Wie weit das Gericht das jetzt bewertet, wenn es den 19. Beschluss betrifft, das liegt in der Entscheidung des Gerichtes, aber wir werden natürlich die neuen Erkenntnisse liefern. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir im Bereich Waldbrandgefährdung von einer abstrakten zukünftigen geredet haben. Wir haben jetzt mit Waldbrandspannstufe wir und die Entwicklung der Temperaturen etc. eine neue Bewertungsgrundlage, die werden wir auch mitliefern.
Darin will ich aber auf Folgendes hinweisen. Und deswegen habe ich ja auch meinen Unmut über die Zuarbeit der Forstbehörde geäußert. Dass wir selber werden das auch nach unseren Kenntnissen sehr detailliert aufschreiben. Nur das Gericht wird es natürlich nachfragen und wird die Behördenmeldungen abfragen. Und wenn dann das kommt, was uns bisher vom Forst vorliegt, was wir das dem Gericht geben, also dann würde ich mich auch nicht wundern, wenn das Gericht sagt, na dann werdet euch mal einig, dass das irgendwie richtig bewertet wird. Wir versuchen das noch vor nächste Woche Freitag zu klären. So, dann hatte ich glaube auch die wesentlichen Fragen Verwaltungsgericht 19.3. gebracht. Kiefern. Hier ist es so, darüber haben wir den Forst informiert, dass bei den Streifengängen der Polizei, also die prüft jetzt natürlich nicht, ob Bäume gefällt worden sind, einschließlich festgestellt worden ist, dass eine gewisse Anzahl, niedrige zweistellige meines Erachtens war es, vielleicht war es auch hohe einstellige Zahl, an Bäumen gefällt worden sind. In diesem Gebiet stehen Kiefern zwischen 70 und 90 Jahre alt. Ja, das ist so der Grundsatz. Es sind auch meines Erachtens zwei Hochsitze, Jagdhochsitze zerstört worden. Und unsere Polizei hat festgestellt bei ihren Streifen, dass diese Materialien zum Bau von irgendwelchen Sicherungsmaßnahmen, Baumhäusern, was auch immer sozusagen verwandt worden sind. Das ist die Kenntnis, die uns vorliegen. Wir haben den Forst darüber informiert, weil der Forst muss entscheiden, was ist das denn nun eigentlich? Ich sag mal so, wenn ich privat in den Landesforst gehen würde und mir drei 90-jährige Kiefern da schlagen würde, die nach Hause transportieren wollen und der Forst erwischt mich, würde ich wahrscheinlich zu Recht erheblichen Ärger bekommen. Aber das ist eine Frage, die muss auch die Forst, ich weiß nicht, wie sie damit umgehen, Forst für sich klären. Dankeschön. Vielen Dank. Ich schaue noch mal in Richtung Herrn Dr. Reichel. Möchten Sie noch was ergänzen oder? Na, zum letzten Punkt. Also nach mir vorliegende Information hat die Forstbehörde vor Ort jedenfalls keine Baumfällung feststellen können. Ich kann nur noch mal wiederholen, es macht überhaupt keinen Sinn. Wir müssen das gemeinsam vor Ort begehen, ja, und uns da gemeinsam die Situation vor Ort anschauen. Dann wird man das entsprechend gemeinsam auch künftig besser kommunizieren können. Natürlich wäre es illegal, wenn die da Bäume gefällt hätten. Deshalb, ich will die auch, damit das auch klar ist, nicht in Schutz nehmen oder irgendetwas mich davor drücken, hier eine Entscheidung zu treffen, sondern hier ist ganz klar zu betonen, dass das eine Nutzungsform ist, die gehört nicht in den Wald. So, das ist meine Auffassung, auch meine private. Aber darum geht es überhaupt gar nicht, sondern es geht darum, dass wir hier eine Protestsituation haben und wir entsprechend agieren müssen, wie es uns das geltende Recht vorgibt. Und ich gehe sehr davon aus, dass wir auch mit dem Innenministerium hier gemeinsam in diese Richtung uns bewegen können, einfach besser zu beobachten, was auf der Fläche tatsächlich passiert. Vielleicht zu viel zur Kampfmittelberäumung. Es war ja auch noch eine Frage. Also man muss sich das schon so vorstellen, dass dann Leute über die Fläche gehen mit Detektoren und so weiter, da werden die Zelte, also stehen so vielleicht 30, 40 Zelte auf dem Boden, da wahrscheinlich nicht bleiben können. Das ist ja irgendwie klar. Und dann muss da sondiert werden und dann wird man genauer erkennen, was im Boden vorhanden ist oder nicht. Ich habe zitiert vorhin, um das Ihnen nochmal zu sagen, das war das vollständige Zitat. Mehr steht da nicht drin in dem Brief. Deshalb, wenn wir neue Erkenntnisse haben, müssen wir uns damit auseinandersetzen, ganz klar. Vielleicht zu viel. Vielen Dank. Ich denke, ich sehe jetzt auch keine weiteren Wortmeldungen, dass das Thema uns sicherlich noch weiter beschäftigen wird. Das Protestcamp besteht noch und die gemeinsame Begehung steht aus. Ich denke, wir werden uns im nächsten Ausschuss noch mal mit dem Thema beschäftigen. Ich gucke noch mal in die Runde. Kann ich den Tagesordnungspunkt schließen? Das ist sehr gut. Dann schließe ich Top 1 und eröffne Top 2.